Tom Wiesekel von Entwickler.de. Hallo, ich bin in Berlin auf dem API Summit und bei mir ist Christian Weyer. Christian, hallo. Einen wunderschönen guten Morgen, hi. Christian, du bist hier Advisor beim API Summit und eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, sind APIs ja ein ziemlich unspannendes Thema. Ich find's total langweilig, ehrlich gesagt. Ich frage mich auch, wieso wir diese Veranstaltung überhaupt gemacht haben. Naja, nein, natürlich nicht. Im Prinzip ist es so, dass jede moderne Software, die man schon seit ein paar Jahren baut und die man vor allem jetzt in 2016 oder später in 2017 baut, eigentlich auf dieser Idee von Services und von APIs aufgebaut sein sollte. Ob wir jetzt von öffentlichen, also Public Available Services sprechen oder von Services, die nur innerhalb von einem Unternehmen oder innerhalb von einem Projekt oder Produkt verfügbar sind. Eigentlich sollte jede Art von neuer Software genauso gebaut sein. Sollte, das ist ein gutes Stichwort. Du meinst also, es ist im Moment, wir sind noch gar nicht in der Ära der APIs angekommen? Wir sind in der Ära der APIs angekommen, aber eben nicht großflächig oder breitflächig. Also ich meine schon allein die, wenn ich mich mit Partnerfirmen und befreundeten Firmen oder auch konkurrierenden Firmen unterhalte, es gibt immer noch ganz, ganz viele, sowohl Enterprise-Kunden als auch natürlich ISVs, also die Independent Software-Vendoren, die dann selber Produkte bauen für die Endkunden, sind immer viele noch nicht dort angekommen, weil sie die Notwendigkeit noch nicht hatten. Sie mussten noch nicht diesen nächsten Schritt gehen. Aber der nächste Schritt wird irgendwann kommen, nämlich wenn dann die ganze junge Schar an Nachwuchs da auf sie zurollen wird und über Mobile-Apps und Web-Frontends und hast du nicht gehört und hast nicht gesehen, einfach diese Apps und Anwendungen und Software benutzen wollen. Und dann kommst du halt mit der seit 10 Jahren vielleicht etablierten klassischen Architektur, die in der Windows- oder in der Java-Welt umgesetzt wurde, halt einfach nicht mehr weiter. Und dann ist die Notwendigkeit auf jeden Fall da. Diese Notwendigkeit, ergibt die sich aus der Microservice-Architektur allgemein, dass du eben sagst, okay, du hast sehr spezialisierte Services, die Dinge garantiert besser machen als du? Naja, ich würde sogar noch einen Schritt vorne dran setzen. Viele haben noch gar keine Services. Viele haben einfach eine Datenbank und haben irgendwo vielleicht eine Middleware, die ist aber auch so ein Big Ball of Mud, also so ein Schlammball. Ne? Und davor halt die Frontends, ob die jetzt webbasiert sind oder desktopbasiert sind. Das heißt, überhaupt erstmal hinzukommen in Richtung, dass ich in funktionalen Services und Diensten erstmal denke und ob ich die dann als Microservice betitel und als Microservice in Container betreibe, das ist dann schon wieder Implementierungsdetail. Aber überhaupt erstmal in die Richtung zu gehen und davor dann eben zugängliche und abgesicherte APIs zur Verfügung zu stellen, da sind viele einfach noch gar nicht angekommen. Wo siehst du das klassische API-Business angesiedelt? Also was sind die Anwendungsfälle, wo du sagst, okay, klassischerweise hier muss ein API her? Überall. Also ich finde überall. Also wir von ThinkTecture, wir arbeiten relativ wenig mit Kunden, die dann öffentliche APIs haben oder brauchen, sondern wir arbeiten immer mit entweder den Enterprise-Kunden oder den ISVs, die dann irgendwie abgeschlossene APIs halt brauchen. Entweder für ihre eigenen Systeme und Software im Unternehmen oder eben dann für die Kunden. Aber das ist immer ein relativ kleiner, überschaubarer Benutzerkreis. Und mir fällt jetzt eigentlich aktuell kein wirklicher Use Case oder kein echtes Projekt ein, aktuelles, wo es keine APIs braucht. Es braucht einfach immer APIs, weil auf der einen Seite wird es vielleicht eine große Desktop-Anwendung oder eine große webbasierte Anwendung, die gebaut wird. Und dann gibt es ein Konglomerat von spezialisierten Mobile-Apps, die natürlich auch irgendwo ihre Daten herbekommen müssen. Und diese Mobile-Apps, und das ist das vielleicht Spannende an diesem ganzen API-Thema, diese Mobile-Apps müssen immer funktionieren und überall funktionieren. Und zwar sowohl im Unternehmen, wenn du immer online bist und ein super WLAN hast, als auch draußen in der Pampa, wenn du eben eine Mist-Connection hast oder gar keine Connection hast. Und diese Thematik, ich denke mal, das ist die Thematik, die uns jetzt noch für die nächsten paar Jahre ein bisschen verstärkter treffen wird und wo wir dann auch bei dem API-Design und bei der ganzen Architekturdiskussion noch mal verstärkt drauf gucken müssen. Du sprichst es gerade an, diese Offline-First-Geschichte. Wo hängt da bei dir, also deiner Meinung nach, mehr Arbeitsaufwand dran bei dem API-Design? Also sprich bei demjenigen, der die API anbietet oder bei demjenigen, der sie dann am Ende nutzt? Super Frage. Tatsächlich auf beiden Seiten. Weil je nachdem, wie du Offline First definierst und wie du es dann auch brauchst. Ich meine, das hängt natürlich ganz stark an den Use Cases. Man könnte ja sagen, Offline First ist easy. Ich möchte die nächste Version meiner Lieblings-Spot-App so haben, dass immer alle Bundesliga-Tabellen offline zur Verfügung stehen. Das ist easy.
die lädst du einmal runter, speicherst du auf dem Device, da änderst du nichts, da gibt es keine Konflikte, gar nichts, ist alles gut. Aber in echten Business-Anwendungen schaut es natürlich ein bisschen anders da aus. Das heißt, da geht es dann halt bis dahin oder bis zu dem Punkt, wo dann wirklich Mitarbeiter sowohl in der Zentrale, auf der großen Web- oder Desktop-Anwendung irgendwelche Datenbestände ändern, als auch die Außendienstmitarbeiter mit der mobilen App vielleicht die gleichen Datenbestände ändern, und dann kommt es eben zu Konfliktsituationen. Das heißt also, ich muss das sowohl in der Grobarchitektur, also in der Makroarchitektur quasi berücksichtigen, inklusive wie ich mit diesen Konflikten und Versionsnummern und Timestamps und Dates und so weiter in der Datenbank umgehe, als auch drüben auf dem Client, um dann natürlich also gucken, okay, die technischen Herausforderungen, wann bin ich offline, was heißt denn überhaupt offline, ist ein Balken Edge online, nee, ein Balken Edge ist nämlich offline, also diese technischen Sachen, als auch dann diese fachlichen Sachen mit, wie gehe ich denn dann um mit den Konflikten, wenn sie wirklich entstehen, wenn ich wieder online gehe und versuche es gegen das API zu spielen, was passiert denn dann? Das sind meistens keine technischen Lösungen, sondern das sind Business-Entscheidungen, das sind wirklich Geschäftsregeln, die dann eintreten müssen, was passiert, wenn dieser Konflikt tatsächlich eintritt. Okay, du sprichst hier Lösungen an. Jetzt ist die Frage, das sind natürlich Lösungen, die man programmatisch angehen muss und kann. Also es sind auch Business-Entscheidungen, die da getroffen werden müssen. Man muss aber ja auch sehr, oder man ist sehr abhängig von Technologie, die einem zur Verfügung gestellt wird. Also gerade, wenn wir jetzt von der Web-App reden, was die Browser können, was die Browser nicht können. Wie sieht es da im Moment auf dem Markt aus? Schwierig. Also man kann ja mal gehen zu caniuse.com und dann kann man mal gucken, so Offline-Unterstützung. Ich meine, das schaut alles irgendwie grün aus, aber es ist halt nicht das gute Grün. Es ist teilweise das schlechte Grün. Also um wirklich eine zuverlässige Offline-Funktionalität hinzubekommen, muss man eigentlich heutzutage immer noch einen nativen App-Rahmen haben. Ich meine, es gibt zwar Offline-Technologien und Features wie die Index-DB und natürlich Local Storage und so weiter und so fort, aber am Ende des Tages gibt mir der Browser als Sandbox nicht die Sicherheit, dass diese Daten immer und ewig da sind, wenn der Cache geleert wird, wenn über eine Enterprise Group Policy irgendwie ein Update eingespielt wird etc. pp. Das kannst du heutzutage leider nur sicherstellen, indem du zum Beispiel deine Mobile Web App über Cordova als App quasi deploys auf dem mobilen Device oder über Electron auf dem Desktop als Desktop-App hast, weil dann hast du nativen Zugriff aufs Filesystem, auf alle möglichen Datenbanken, die du vielleicht hinten dran noch nativ haben willst, wie eine SQLite oder ähnliches. Also da sind wir leider noch ein bisschen davon entfernt. Auch wenn dann diese Bewegung der Progressive Web Apps das jetzt versucht zu propagieren, ja, mit, wir können jetzt offline sein und Service Worker, da musst du nur dies machen und das machen und alles ist super. Ja, das ist zwar nett, aber ändert nichts an dem Umstand, dass wir noch keinen wirklich standardisierten Persistent Storage über die Browser-Versionen haben. Du nimmst schon sehr viele Fragen immer vorweg, die ich stellen möchte. Das ist halbwegs gut. Wenn wir jetzt die aktuelle Situation betrachten, du bist hier verantwortlich quasi für den Node.js-Track, also APIs mit Node.js. Was denkst du, wie lange braucht der ganze Markt noch, bis er sich sortiert hat, bis auch die Browser-Vendors so weit sind und sagen, okay, wir haben eine einheitliche Lösung, wir können auf Mobile genauso agieren wie nativ? Ich weiß gar nicht, ob es die einheitliche Lösung geben wird. Also ich meine, wir sehen ja momentan sehr stark, dass Apple ganz viel verschlafen hat mit dem Safari und dem Mobile Safari. Der wird ja teilweise in der Community draußen als der neue IE6 schon betitelt, ja, so etwas sarkastisch. Die vorangehen, die heißen halt momentan Google und, wer hätte es gedacht, vor ein paar Jahren Microsoft. Also Microsofts Edge gibt da Vollgas, Google gibt sowieso immer Vollgas, wenn es um die Webtechnologien geht, Firefox macht mit. Und das war es ja dann eigentlich, dann bleibt nur noch der Safari. Und da ist halt momentan echt so, sie haben zwar wieder jetzt das WebKit und das Safari-Team vergrößert und sie wollen jetzt wieder mehr teilhaben an diesen neuen Features und Standardisierungsgremien, aber es kann durchaus noch ein paar Jahre dauern. Also es kann echt noch ein paar gute Jahre dauern. Der Idealzustand für mich und für unsere Firma und unsere Kunden wäre, wenn das Web einfach das tun würde, was heutzutage native kann. Also sprich, diese Idee von diesen Progressive Web Apps ist eine super Idee, aber momentan brauche ich halt noch diese, ich nenne es jetzt mal, diese Super-Polyfills oder diese Über-Polyfills wie Cordova oder Electron, um halt dann die tatsächlichen realen Business Cases, die wir zumindest sehen, dann auch wirklich umsetzen zu können. Gut, das ist die erste Veranstaltung jetzt hier in Berlin vom API Summit. Auf die Zukunft betrachtet, was glaubst du,
wo wird sich die Veranstaltung hinentwickeln? Oh, das ist eine Frage, die ich gar nicht so wirklich jetzt beantworten kann. Also ich finde, die erste Installation war schon mal gut besucht. Das heißt, wir haben ja am Anfang, den ersten Tag haben wir allgemein gehalten mit halbwegs technologieunabhängigen Themen, was ne, liegt im Auge des Betrachters. Und am zweiten Tag haben wir dann 3 verschiedene Tracks, Java, .NET und eben Node.js, wo ich dann dafür verantwortlich zeichne. Jetzt warten wir mal ab, was die Teilnehmer sagen, was die uns an Feedback geben. Also wir fanden vom Programmkomitee eigentlich, dass es eine ganz gute Idee war, das so aufzustellen. Auch die Sessionlänge jetzt nicht irgendwie so klassisch 75 Minuten zu machen, sondern am ersten Tag 45, jetzt am zweiten Tag 60 Minuten, muss man mal abwarten. Also ich will da gar nicht zu arg weit in die Zukunft blicken. Christian, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke. Und auf die Zukunft. Ja, danke.